Herzlich willkommen zurück. Stimmung am Boden. Ach so. So ist es. Jetzt spiele ich auf einmal mit 60 FPS. Aha. Ich auch. Echt jetzt? Ja. Alter, was war denn das jetzt? Ich. Ohne Witz, jetzt läuft es wieder flüssig. Was war denn das jetzt gerade? Na geil. Ich musste sich das alles erstmal aufbauen. Hat es jetzt endlich fertig geladen nach einer halben Stunde. Das ist ja auch eine riesige Map. Alter, jetzt auf einmal. Aber die regt echt ein bisschen auf. Ich flipp gleich aus. Alter, ich verstehe nicht, warum ich es vorhin die ganze Zeit geschafft Ich verstehe nicht, warum man einfach nicht mal auf den zweiten Scheiß-Pinöckel da kommt. Alter, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich reinbeißen kann. Ich brauche irgendwas, wo ich meine Wut rauslassen kann. Oh, nee. Ich schwitze schon. Ich schwitze ohne Scheiß, ich schwitze gerade. Boah, Mann. Wir haben jetzt schon dreimal geschafft, aber trotzdem verkacke ich danach dann. Alter. Boah, jetzt sind meine Hände auch noch voller Scheiß-Cola-Mix. Und kleben wie so Ja, Penner. dafür, dass wir die echt abbrechen, Alter. Die hier. Ja, hab da keinen Bock drauf, Alter. Ich probiere das jetzt noch 2000 Mal und dann. Mensch, ich Ja. weiß, dass ich den Sprung geschafft habe, da um die zur Leiter drauf, aber weiter komme ich nicht, weil es einfach 1000 Kakteensprünge noch sind. Was denken die, wie weit man da noch springen soll mit den Scheiß-Kakteen? So, was man denn eigentlich hin? Wahrscheinlich. Nach da oben. Hier muss man wahrscheinlich hin, oder? Ja. Hier. Ach, die willst du jetzt komplett abbrechen, oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier weiter. Ja, hier. Ach so, ja, stimmt. So. Nein, du musst noch die zwei Sprünge machen. Muss auch mal nach oben fliegen. So, ich hab's geschafft, ey. Wichse. Sandlabyrinth. Boah, ey. Wie eine Challenge einfach einem so auf den Sack gehen kann. Alter, warum trinkst du eigentlich immer so laut? Trink doch mal normal. Wie laut du schluckst, das ist nicht mehr normal. Mein Ding, mein Popschutz, der riecht jetzt nach Cola-Mix von Ja. Kakteen. Echt jetzt? Ja, aber nur einer. Und trotzdem versage ich. Ja, Mann. Nailed it. Alter, was soll das denn? Schau, Gott hat mich bestraft. Hat er halt echt. Das ist einfach so unnötig, dass du mich da geschlagen hast. War es nicht? Es hat mich befriedigt. Oh Mann, ey, da will man so schnell durchsprinten, da macht man einen Fehler. Das war nur mal Fall, dass du schnell machst. Warum? Weil dann wird es besser, ein bisschen lauter in die Tasten reinhast. They see me rolling. They hatin'. They controlling. Try. Dirty. Nein!
Springst du da eigentlich immer mit Einzelsprüngen durch, oder? Schon. Oh lol, das geht ja viel schneller. Ich bin jetzt voll, voll umständlich gemacht. Ich lache, wenn ihr... Du musst mal auch nicht immer Shift drücken. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Darüber. Ich halt auch immer so auf, wenn die so übelst lang dauern, die Challenges, weil irgendwann machst du so einen scheiß Dummheitsfehler. Oh Gott. Alter, wie lang wird ist die noch? Muss ich jetzt eigentlich hin? Oh mein Gott, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ja, man muss jetzt hier am Ende noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kakteen bewältigen. Alter, kann ich's einfach. Okay. Ich probier's jetzt einfach, ansonsten überspricht es. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Scheiße. Lass mich doch auch noch probieren. Entschuldigung. Ja, komm, wenn man so eine Wut aus so eine hässliche Kacktextur hat, dann passiert halt sowas. Kannst dich zu mir porten, meinetwegen. Oder kannst du einfach den Checkpoint hochkommen. Hier, Checkpoint Charlie. Konntest du nicht einfach die nächste Treppe hochlaufen? Ich hab jetzt schön gehört. So. Lol. Was war das denn? Ah, I can't speak Germany. Oh, noob. Wie er gnadenlos versagt hat. Also richtig. Das kann nicht sein, Alter. Konnte ich da als einziger runter. Ja, Schicksal. So, jetzt versuche ich mal leise zu trinken. Du musst jetzt gar nicht leise sein. Kannst auch reden. Warum schluckst du so laut? Das hast du sonst nie gemacht. Das ist seit letzten Montag ist es, wo du dieses Fruchtfrisch in der ersten Stunde getrunken hast. Nein, ich warte. Doch. Soll ich dir mal zeigen? Tust du so übelst laut trinken. Ich zeig dir mal, wie man übelst laut trinkt. Schön für dich, aber trotzdem. Weißt du es noch, dass du das Fruchtfrisch in der ersten Stunde getrunken? Ja. Und seitdem tust du übelst laut trinken. Ich weiß nicht warum. Alter, dass ich dich da noch getroffen habe. Nein, das kommt nur wegen dem Mikrofon so rüber. Ich hab's ja auch in Real Life gehört. Ja, da habe ich dann vielleicht einmal ein bisschen lauter getrunken. Alter. Ja, das geht voll auf den Sack, ey. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Oh Mann. Viele auch. Yes. Voll übertrieben eigentlich. Und lassen die nicht einfach weg. Ich meine, normal lässt jeder gute Adventure-Mapper schnell die Kakteen einfach weg, weil jeder die hasst. Ich meine, das ist doch für mich kein Adventure. Das ist dann eher so eine Rage-Map hier. Schau dir das an. Die Kakteen können Glück haben, dass ich im Adventure-Mode bin und die nicht abbauen kann. Weil ich da immer drauf hau. Das ist doch... Das funktioniert nicht mal. Ah, Mann. Aber die schaffe ich, glaube ich. Glaubst du das? Ja. Wir hatten nur kurz davor stand, hey. Was ist jetzt passiert? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Oh Gott. Ich kann eigentlich jetzt schon sagen, dass ich die Okay. Nachmache. Das wird bitter, wenn ich runtergeflogen wäre. Vielleicht hätte ich nochmal die andere machen müssen.
Nee. So machen wir das aber, okay? Wenn man die Tür zumacht und dann runterfliegt, dann müssen beide nochmal die davor machen. Was? Also wenn ich jetzt die Tür zumache, aber dann auch runterfliege, dann müssen beide nochmal die davor machen. Oh Mann, unsere Dinger sind schon fast kaputt, unsere Rüstung. Ja, geschafft. Ich hab doch gesagt, dass ich's schaff. Also, 3 Versuche bei mir jetzt noch. Wollen wir es wieder machen? Nee. 3 Versuche war das nicht. Muss man hin? Warte dich halt einfach. Nee, da habe ich echt keinen Nerven für solche Sachen. So, Challenge 6 müssen wir jetzt, gell? Ja. 6. Difficulty easy by stages sprint jump allowed. Ja, Mann, sowas höre ich gerne. Oh, die mag ich voll gerne, diese Holz Challenge. Ich auch, das ist so eine schöne Atmosphäre. Verdammt. Ich glaub, in der Season baue ich so einen Holzturm, Alter. Voll Bock drauf. In Form von so einem riesigen Baum. Nachmacher, das hat sicherlich schon mal irgendjemand gebaut. Spaß, kannst du machen. Weiß nicht. Alter, das haben die haben sogar schon in Minecraft komplett New York nachgebaut. Krank, aber die Leute haben keine Hobbys, ganz ehrlich. Ja. How did you even fit in that stage? Ich bin gut reingefittet, Junge. Wow. Scheiße, ich sollte auf dich warten, glaube ich. Wenn du gleich hier irgendwo runterfällst, dann lauf nicht weiter, weil da ist dann sowas Lustiges. Ja, genau. So. Alter, er läuft erstmal rein. Ich hab nichts getroffen. Oh, das bringt gar nichts mit der Diamantrüstung. Warum waren da jetzt eigentlich so komische Holzplatten am Boden? Die haben nichts gemacht in dem Gang. Deko. So. On top of the world. If you fall, go back to the checkpoint. Echt? Woohoo! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was war das denn? Nee, das darfst du nicht. Du bist noch nicht runtergesprungen. Ja, ich weiß. Ich muss aber meine Sachen da unten einsammeln. Beziehungsweise erstmal generell zu dir kommen, wenn ich da irgendwo in der Pampa gespawnt bin. Du musst die Challenge aber nochmal machen. Ja, okay, meinetwegen. Alter. So. Da haben wir nicht runtergesprungen, das hat man die Challenge nicht fertig. Bin ich jetzt eigentlich hier gewesen? Jetzt kann man so doof sein. Was hast du dir dabei jetzt eigentlich gedacht? Keine Ahnung, ich hatte nur rumgeguckt. Und hier oben liegt das Zeug. Ja, warte. Ich setz mich kurz in Creative Mode und hol mir das kurz hier. Ein Diamant, wo war das jetzt eigentlich die... Du wolltest mich runterschlagen. Da irgendwo unten war das... Genau, hier war der Checkpoint. So dumm. So dumm. Nein, ohne Witz. Wenn du es schön. Weißt du, was eigentlich du jetzt eigentlich machen müsstest? Was? Theoretisch müsstest du die auf Holz auch nochmal machen, weil der Checkpoint nicht offen war, aber das erlasse ich dir. Okay. Nee, das war ja eigentlich. Das weißt du nämlich ganz genau und du hast es extra nicht gesagt.
Ich weiß. Ich wollte schon so tun, als wäre es voll unauffällig. Das, ja. Das geht bei mir nicht, Chris. Bei Johannes hätte es geklappt, aber bei mir nicht. Bei Johannes hätte es hundertprozentig geklappt. Nein, weil schau, da oben ist dann nämlich so ein Schild und da steht drauf, look behind you. Und dann, wenn du hinter dich guckst, dann siehst du am Buch, ist das die Form von dem Penis. Und da war ich so, und schau, wenn du hier drüber sneakst. Nee, du, keine Ahnung, irgendwie hat das Sneaken nicht funktioniert und mich einfach runtergelaufen. So. Alter, was war das denn für ein Lag gerade? Du musst nicht immer sagen, wenn du mich schläfst, das ist Lag. Ich kauf dir das einfach nicht ab. So, jetzt haben wir die Challenge 6 geschafft, jetzt müssen wir Challenge 7 machen. Challenge 7, ich glaube, das ist ihr Bücherregal. Challenge 8 ist das hier. Ich glaube, da tue ich auch mal meine Dinge hier rein. Was war das jetzt? Hab geleckt. Wo müssen wir das jetzt? Ja. Alter, wie schnell geht denn jetzt die Rüssi kaputt? Nur noch die Brust. So, wo ist jetzt das Challenge 7? Von links. Von links! In the Midnight Hour. Nee, das ist Challenge 11. Ha. Vielleicht ist es auch hier diese Lapis Lazuli. Kaka. Nee, das ist ganz woanders. Oh, hier liegt noch was von mir. Ah, wo ist denn Challenge 7? Nether Gate. Challenge 7! The Nether Gore. Das ist so assi. Ja. So. Challenge 7. Alter, wie viel steht hier? Was? Challenge 41? Nee, hier rechts. Okay. Alles klar. War da irgendwas dran gestanden, von wegen, wie schwierig die ist? Hab ich nicht gelesen. Ich schau mal kurz nach. Sprint Jump Allowed. Difficulty Hardish. Hardish. Aber die machen wir dann im nächsten Part. Ciao, Leute.